Karussell ist defekt. Wir haben März Jahr 2. Was sehe ich gerade? Die ganzen Kanus sind alle hier. Was machen denn die hier? Ah, die sind da unten durchgefahren wahrscheinlich, oder? Die sind da unten durchgefahren. Ja, hier kommen die irgendwie drüber. Pass mal auf, dann machen wir das anders. Dann machen wir das mal runter. Und senden das hier auch ab. Super, so machen wir das. Dann können die nämlich hier ein bisschen rumpaddeln. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Die müssen halt nur irgendwann wieder zurückfahren. Und das wird schon klappen. Ja, die sind auch zurückgekommen. Das wird schon klappen. So, Heckenlabyrinth. Ich meine, da würde ich ganz gerne noch eine Achterbahn bauen oder irgendwas anderes oder irgendeine andere Attraktion. Hier ein Heckenlabyrinth, da eins. Oder dort? Ich glaube, da ist ganz gut. Da ist ganz gut. Wie groß ist das denn? Mini-Maze, ne? Genau, Mini-Maze. Das ist zu groß. Okay. Ich meine, die Ein- und Ausgänge können wir woanders hinbauen. Das wäre so groß. Hier wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Oder hier aufs Wasser. Aber aufs Wasser, das finde ich irgendwie total unrealistisch. Da hinten in die Ecke. Hier in die Ecke. Da in die Ecke. Warum eigentlich nicht? Da müssen wir nur den Weg anders bauen. Gut, dann baue ich das mal um. Bauen wir das hier mal um. Den Weg hier weg. Oder hier wäre doch eigentlich auch ganz cool. Machen wir es mal da. Weil die Wege können wir ja auch so gestalten, wie wir möchten. Die müssen ja nicht so bleiben. Ja, machen wir es mal auf die Seite. Pass auf. Ich glaube, so groß ist es, ne? Ne, noch eins größer. So groß ist es. Ja. Kannst eigentlich hier hinbauen. Da ist es doch ein ganz cooler Ort für so ein Labyrinth. Mach diesen Weg mal komplett weg. Wir können nämlich auch von hier rüberkommen. Und dann mache ich dort. Ja, machen wir hier das Labyrinth hin. Ich glaube, das passt. So. Ebne das mal alles ein bisschen ein. Ich weiß, das kostet einen Haufen Geld. Aber es ist egal. Wir können es uns leisten. So. Genau. Perfekt. So, dann. Ups. Was ist das jetzt? Was ist das für ein Modus? Keine Ahnung. Vergrößern? Ich weiß nicht. Ja, die Frage ist, lassen wir das hier so oder passen wir das auch an? Ich würde es auch ganz gerne anpassen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Weil der Berg dafür zu hoch ist, um das hier irgendwie anzupassen. Wir können es nur so ein bisschen nach unten ziehen. Schaut aber auch nicht, dann auch nicht besonders sehr viel besser aus, oder? Keine Ahnung, ob das besser ist. Das geht nicht, weil der Baum da drauf steht. Sind die so unflexibel hier? Ja, es ist blöd. Es ist blöd, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Das ist schon okay. Gut, da haben wir den Strand, den können wir anheben. Dass das ein bisschen natürlicher ausschaut. So. Genau. Wunderbar. Nein. So. Genau. Dann das Heckenlabyrinth. Da ist es. Der Mini-Maze. Genau. Wie gesagt, einen Ausgang können wir dann anders gestalten, wenn wir möchten.
Zacko. Da mache ich nämlich den Ausgang mal dorthin. Pass mal auf, nee, dann machen wir es anders. Den Eingang dorthin und den Ausgang dorthin. Genau. Wir öffnen das Ganze. Ja, keine Ahnung, viel kannst du nicht verlangen. Machen wir mal 2,50. Das können ruhig viele Leute rein. Wie viel können maximal rein? 16. Ja. Gut. Jo, haben wir das auch. Dann brauchen wir ein neues Schild. Neues nicht, bitte nicht weitergehen Schild. Das machen wir mal dann dahin. Und das hier kann weg. Bleibt natürlich nicht dabei, wir stellen hier noch mehr hin, ist ja ganz klar. Aber fürs Erste. Du könntest zum Beispiel hier nochmal einen Coaster hinbauen, oder? Das finde ich eigentlich ganz cool, der dann über diese Insel drüber fährt. Wir haben aber keinen guten im Moment. Wir sollten vielleicht mal auf Achterbahnen uns fixieren, damit wir alle Achterbahnen bekommen. Die Schiffschaukel, die ist natürlich schon cool. Die werden wir hier ins Wasser setzen. Die setze ich mal hier ins Wasser. Die Frage ist, ob sie sie hier oder hier hinsetzen. Das schaue ich mal. Die Schiffschaukel. Da hinsetzen wäre eine Möglichkeit. Ja, wenn, dann müssen wir sie direkt ins Wasser setzen. Das alles andere macht ja keinen Sinn. Komm, setzen wir sie direkt mal dahin. Den Eingang da hinten hin und den Ausgang nach vorne hin. Testen wir. Verlangen dafür 4,50 oder sowas. Mal 5. Und jetzt ist die spannende Frage, kriegen wir da den... Ah, sehr gut. Das geht sogar relativ gut. Jo, so machen wir das. Testergebnisse sind da. Los geht's. Und ich nenne das Ganze mal Piratenfahrt oder sowas. Piratenfahrt. Und das heißt natürlich auch nicht Labyrinth 1, sondern nur Labyrinth. Sehr gut. Irgendwie haben wir gar keine Musik, ne? Pass mal auf. Die Piratenfahrt kriegt doch gleich mal Musik. So. Das Labyrinth kriegt keine Musik, aber die Piratenfahrt kriegt Musik. Dann haben wir hier den Sessellift, die Information. Brauchen die Leute hier noch was zu essen, zu trinken? Da haben wir zumindest ein Eis. Gucken wir mal. Wurde da was erforscht? Nein. Na, da haben wir ein Getränk, da brauchen wir hier mal ein Eis hin. So. Ein Eis über Wasser, warum denn nicht? Hat auch jeder von uns schon mal gesehen. Der Wasserkäfer ist defekt, ja. Guck mal, einen kurzen Blick. Oh ja. Oh Gott, das schwillen die ganzen Boote hier. Eieieiei. Die kommen auch nie wieder zurück, ne? Die wollen eigentlich dorthin, um hier zurückzukommen. Und das schaffen die natürlich nicht. Weil die nicht checken, dass sie hier wieder zurück müssen. Ja, wir sollten hier ihnen die Durchfahrt eigentlich unmöglich machen. Pass mal auf. Ich mach mal zu. Dann machen wir wieder auf und dann mache ich hier doch die Durchfahrt unmöglich. Weil so ist blöd. Die Frage ist, wie schaffe ich das? Vielleicht mit einem Springbrunnen? Ich hoffe, dass sie jetzt da nicht durchkommen. Ich schau mal kurz. Ja, ich glaube, die kommen da nicht durch. Das ist gut. Wir sollen lieber hier fahren. Sag mal bitte, ich muss jetzt hier nicht so ein Ding hinsetzen. Für euch, so eine Railroad. Nee, passt doch, oder? Also da kommen sie auf jeden Fall nicht mehr durch. Würde ich sagen. Riesenrad ist defekt. Der Coaster fährt wieder, aber inzwischen erstmal leer. Warum fährt er leer? Merkwürdig.
Da stehen genug Leute an, wie man sieht. Oh, wir haben wieder gut Geld verdient. Haben unser Darlehen fast zurückbezahlt. Sich drehende Wagen für die Mini-Achterbahn. Ja. Dann wird sie noch schlechter, die wird eh schon so schlecht. Ah, die Bamschumutsch ist leer. Warum? So viel bezahle ich nicht. Naja, 12 Euro ist auch schon ein stolzer Preis. Machen wir mal 8,50. Dann nochmal 8, komm. Kein Wucher hier, die Wasserrutsche. Was denken die da drüber? Ja, möchte was Aufregenderes, ist okay. Der Wasserwirbler wird gerne gesehen. Ah, schau mal, im Sessellift stehen sie jetzt auch schon ganz schön lange an. Im Labyrinth stehen die Leute nicht so an, aber das ist auch okay. Was sagen sie dazu? Etwas Aufregenderes. Was denken die Leute allgemein in unserem Park? Parkwegweiser habe ich schon, stehe für Sessellift schon eine Ewigkeit an. Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Sauber und ordentlich, Labyrinth, Aufregenderes als Riesenrad, ja. Aufregenderes als Wasserwirbler. Ja, wir brauchen einen neuen Coaster. Wir brauchen eindeutig einen neuen Coaster und wir forschen ja schon. Wir forschen ja hier schon an einem neuen Coaster. Gut, 658 Besucher haben wir. Was haben wir noch, was wir bauen könnten? Wir könnten, wie gesagt, noch hier das Geisterhaus bauen, aber ich weiß nicht. Wir haben nicht mehr so viel, ne? Wir müssen tatsächlich forschen. Wir könnten noch einen zweiten Twister bauen, das könnten wir machen. Eine zweite Mini-Achterbahn könnten wir auch bauen. Hier vielleicht, da hinten. Oh, die Wasserrutsche ist defekt. Da hinten noch ein zweiter Wasserkäfer. Aber dann mit sich drehenden Wagen. Doch, eigentlich ganz cool. Doch, machen wir. Machen wir und dann vielleicht auch unterirdisch hier durch. Ja, das ist doch eine super Idee. Und die machen wir auch relativ kurz, diese Achterbahn. Ich mache mir die Bäume hier weg, damit ich besser sehen kann. Da ist eine gute Position. Ja, kommen wir da aber wieder hoch? Das ist die Frage. Ich glaube, da kommen wir nicht wieder hoch. Das ist ein Problem. Da müssen wir tatsächlich die Station da hinten hinbauen. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Hier bauen wir die Station hin. Ja, hier bauen wir die hin. Kommen wir hier rum? Da kommen wir nicht rum. Haha. Kommen wir andersrum? Ja, aber da kommt ja noch der Lüfthügel hin. Ich glaube, da müssen wir noch mal eins nach drüben, oder? Dann kämen wir rum, wenn wir eins nach drüben gehen. Okay, pass mal auf. Eins nach drüben. Dann sind wir nur da unten, das gefällt mir nicht. Ich möchte da hoch. Hier, ja. Dann müsste es doch so gehen. Jetzt kommen wir. Nee, eins. Ach, was mache ich denn da? In die andere Richtung natürlich rüber. So rum. So rum ist richtig. Und jetzt kommen wir doch. Ja, jetzt kommen wir rum. Jetzt kommen wir rum. Dann geht's runter. Kommen wir da rum? Das dürfen wir eigentlich gar nicht bauen, egal. Ja, und jetzt unterirdisch und dann unterirdisch da wieder hoch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau, also so. Jetzt noch ein bisschen weiter nach unten. Ja, das müsste eigentlich gehen. Und jetzt machen wir hier den hier. Und dann den hier. Genau. So ist gut. Und dann müssen wir das noch nach oben machen. Und dann eine kleine Kurve. Geht fast. Da müssen wir auch das andere nach oben machen hier. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Können wir da gerade. Wir sind noch zu hoch, ne?
Aber ich glaube, so viel weiter runter können wir gar nicht bauen. Ich schätze mal, das Tiefste, was wir bauen können, ist 0. So, da haben wir jetzt die 6. Dann nochmal runter. Auf die 5. Das wäre super. Da sind wir genau richtig. Aber wir kommen, glaube ich, hier nicht rechtzeitig hoch. Ne, da sind wir nämlich auf der 9. Da sind wir auf der 9. Das reicht uns nicht. Nö, so geht's nicht. Also nochmal eine kleine Kurve. Obwohl, warte mal. Können wir nicht auch in die andere Richtung gehen? Und bei der 5 müssten wir doch eigentlich genug weit unten sein. Um da richtig schon unterirdisch zu bauen, auch unter dem Wasser durchzubauen und so. So rum. Kleine Kurve. Noch eine kleine Kurve. Aha, hier geht es jetzt nicht mehr. Da geht es nicht mehr auf. Das ist hier. Aber das können wir nach oben setzen, oder? Das müssten wir eigentlich nach oben setzen können. Ja, sehr gut. Kleine Kurve. Und jetzt sind wir hier. Da müssten wir eine S-Kurve rechts machen können. Nach links natürlich. Dann sind wir hier, dann noch eine S-Kurve links. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir wieder zu knapp sind. Klappt also auch nicht. Klappt also auch nicht. So, wir müssen diese Kurve hier setzen. Wir kommen hier oben nicht wieder raus, das ist das Problem. Auf, ich setze mal die Kurve hier. Ich mache da auch mal unsichtbare Stützen, unsichtbare Menschen, unsichtbare Landschaft. Unsichtbare Attraktion wird auch gehen. Dann sehen wir aber auch die Achterbahn, die wir gerade bauen, nicht mehr. Ne? Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich mache dann einfach mal hier weiter. Da kommt noch eine Station hin, würde ich sagen. Und dann kommt der Lifthügel. Nach unten. Das jetzt richtig gemacht. Ich glaube aber schon. So. Warum geht's nicht? Nein, ich bin nicht richtig. So muss ich machen. Ja, muss der nach oben mit dem Lifthügel. So, und da muss ich jetzt auf die 5 runter. So, jetzt sind wir nämlich auf der 5. Und jetzt können wir versuchen, das Ganze zu verbinden. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade hier und dort müssen wir hin. Ah, wie gern hätte ich jetzt einen automatisch verbinden Button. Das wäre richtig gut. Wir könnten auch auf die 6 hochgehen. Das müsste eigentlich gehen. Das müsste eigentlich gehen, da brauchen wir nämlich nicht. Nee, es geht nicht, weil wir dann da unten nicht drunter unten durchkommen, ja. Halt. Jetzt habe ich den Weg aus Versehen gelöscht. So, wenn wir das so machen, können wir uns dann da verbinden. Ich glaube nicht, ne? Da bin ich auf der 1 zu weit drüben. Ja, da bin ich 1 zu weit drüben. Ah, es ist kniffelig. Das ist kniffelig. Pass mal auf, dann machen wir das doch so. Wir sollten ja da eigentlich gar nicht mehr so schnell sein. Muss ich hier nach oben gehen. Und jetzt könnte es ein Problem geben, dass wir das hier nicht nach oben setzen können, weil da die Baumstammrutsche ist. Doch, es geht. So. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass die Boote nicht wieder zurückkommen. So, haben wir da nicht die Verbindung jetzt? Jetzt haben wir die Verbindung doch. Jetzt haben wir die Verbindung, oder? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, wir haben die Verbindung, Leute. So, Eingang dorthin, Ausgang dorthin. Und jetzt teste ich erstmal. Wir wollen die sich drehenden Wägen machen. Da können wir einen Wagen pro Zug machen und da mache ich auch wirklich erstmal nur einen. Und dann testen wir das Ganze. Geht nicht? Warum geht's nicht? Ah, wir haben hier noch einen Fehler. Wir haben hier noch einen Fehler irgendwo, oder? Oder warum geht's nicht?
Strecke ist für diese Zugart ungeeignet. Aha. Schade, weil das hier zu eng ist, offensichtlich. Aha, also bei der Strecke können wir keine gebogenen Dinger machen. Aber das ist nicht so das Problem. Das ist nicht so das Problem, das kriegen wir auch hin. Das hätte ich mir noch vorher denken müssen. Also nichts Gebogenes. Höhenmarkierung auf der Fahrtstrecke bitte und Sicht auf Untergrundstruktur. Das ist kein Problem. Das kriegen wir dann auch so hin. Dürfen wir halt dann nichts Gebogenes machen. Also alles straight. Umso besser eigentlich. Das hätten wir vorher wissen müssen, hätten wir nämlich mehr Platz gehabt. Können wir hier durch? Ja, wir können hier durchscrollen. Dann machen wir hier das auch weg und machen dafür das alles gerade. Gerade, rum, gerade. So. Dann haben wir, glaube ich, auch hier das Problem. Weg, weg, weg. Gerade, rum, gerade. So, und jetzt ist das Problem, dass ich jetzt nichts mehr sehe, weil da alles im Weg ist. Aber wir sind hier einfach nur einmal rumgefahren, ne? Und das hier war sowieso, glaube ich, eine gerade Kurve. Das war auch eine gerade Kurve. Dann können wir das jetzt noch wegmachen. Gerade, Kurve, andere Richtung, Kurve, gerade. Und jetzt muss es passen. Jetzt muss es passen, oder? Ja, jetzt passt. Super. Jetzt passt. Die Frage ist, ob wir den schaffen. Ob wir den Parcours schaffen, das ist jetzt noch die Frage. So, einmal hier rum. Einmal hier rum, einmal hier rum, einmal hier rum, einmal hier rum. So wirklich dreht sich leider der Wagen nicht, aber jetzt dreht er sich so ein bisschen. Und dann hier hoch. Ja, perfekt. Super. Dann machen wir 8 Züge und testen das Ganze. Und wir nennen, also so gelb, ich finde es eigentlich ganz cool. Wie nennen wir das Ganze dann? Notwasserung. Die Notwasserung. Wunderbar. Kriegen wir jetzt hier noch einen guten Anstehweg hin, ist die Frage. Kriegen wir hier einen guten Anstehweg hin? Ich hoffe doch. Aber es müsste eigentlich gehen, weil wir hier... Hier sind wir... Ah, schaut mal, hier können wir sogar drüber bauen. Das ist doch eigentlich ganz cool. So, das Problem ist aber, dass wir jetzt natürlich mit uns verbinden müssen irgendwie. Können wir uns dann hier verbinden? Ja, da können wir uns verbinden. Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir unsere Ergebnisse. Ja, ist gar nicht so schlecht. Es ist auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ich mach mal 8 Euro. Relativ kurzer Coaster. Wahrscheinlich haben wir eine Sache nicht erreicht, dass sie wurde halbiert. Kann das sein? Kann es sein, dass es halbiert worden ist? Eigentlich nicht, ne? Die Übelkeitsrate. Naja, sei mal froh, wenn die Übelkeitsrate halbiert worden wäre, wäre es gar nicht schlecht. So. Hat mir gerade was erfunden. Kann das sein, dass die Nachricht, die da gerade stand, belautete, dass wir was gefunden haben. Das wäre ja nicht schlecht. Labyrinth kommt gut an, unser Piratenschiff kommt gut an. Super! Was haben wir denn erfunden, bitteschön? Die Holzachterbahn rasende Maus. Die passt hier eigentlich auch nicht hin, wirklich, ne? Also vom Thema her meine ich jetzt. So, ich glaube, das ist denen zu langweilig oder zu teuer. Zu teuer. 8 Euro ist euch zu teuer. Na dann. Für einen kompletten neuen Coaster. 6 Euro zahlen sie. Da
Machen wir auch hier wieder beliebig. Ja, wir hatten schon mal was Besseres. Aber geil. Und hier ein bisschen Schmuck darf auch sein. Also ich finde das eigentlich schon ganz cool. Hier so rum und da durch und... Naja. Jetzt ist der Anfang hier ein bisschen langsam. Das stimmt natürlich. Der Anfang hier ist zu langsam. Aber nee, den kriegen wir nicht besser hin, weil hier der Park zu Ende ist. Das geht nicht anders. Wir können unsere Darlehen komplett zurückzahlen. Das ist super. Und können uns auch leisten, Sessellift ist defekt, für die Getränke nochmal Werbung zu machen. Gratis Gutschein für die Getränke. Ja, da kommen schon Leute. Da kommen schon Leute. Die fahren da schon mit. Gut, vielleicht noch ein paar Bänke extra. Weil den Leuten wird schlechter, wenn sie da rauskommen. Riesenrad auch defekt waren. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen dritten Mechaniker. Kann auch mal hier bleiben. Ja, es ist immer schwierig zu sehen, ob man das frei eingestellt hat oder nicht. Ah ja, genau. Hier haben wir das Problem, dass wir hier die Anstehschnur gelöscht haben. Ich erinnere mich. Da müssen wir gucken. Da ist der Mechaniker Nummer 3. Der Anstehweg hier. Der muss natürlich wieder verbunden werden. So. Gut. Ich glaube, das sind eh zu teuer, wie es ausschaut. Ich möchte, dass das aufregender ist. Ich kann es mir nicht leisten. Nee, zu teuer ist es ihnen nicht, aber sie können es sich nicht leisten oder sie möchten es sich nicht leisten. Wie schaut es mit den Kanus aus? Der sauberste Park im Lande, das ist doch schön. Das passt soweit. Hier kommen die tatsächlich nicht durch, das ist gut. Ja, eigentlich müssten die da viel schneller wieder zurückkommen. Oh na gut, da kommen jetzt gerade ein paar zurück. Das passt schon. Der fährt schon wieder alleine. Was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder zu teuer. Ach komm Leute, ihr seid so Geizkrägen. Geizkriegen. Kaum ist die Attraktion mal ein paar Jährchen alt, fährt keiner mehr damit. Außer sie kostet nichts. Nichts und wieder nichts. Doch, das sind doch zu teuer. Ich dachte mir doch, da ist irgendwo ist doch da hier der Wurm drin. 4,40. So, die Notwasserung kommt auch gut an. Bratenschiff kommt gut an. Labyrinth kommt gut an. Hier ist ein bisschen viel Erbrochenes auf diesem Weg, mein Freund. Haben wir hier keinen Angestellten, der das übernimmt? Nein, der geht nur bis dort. Okay, dann stelle ich nochmal einen ein. Und dann guckst du mal hier nach dem Rechten. Genau, wir können ihm gleich auch diesen Weg hier noch mitgeben. Genau, und hier oben kannst du eigentlich auch kurz mal gucken. Gerade der neue Wirbler sollte hier für Probleme sorgen. Keine Ahnung, ob wir das jetzt schon markiert haben. Egal, wird schon passen. Wir haben den 9. Juli und was erforschen wir? Die Unterbauachterbahn. Müssen wir mal gucken, was das genau ist. Die Unterbauachterbahn. So, inzwischen haben wir die rasende Maus. Ach, schaut mal, wir haben eine Stahlgerüstachterbahn. Die können wir dorthin bauen. Das passt ja perfekt. Die können wir so hier, die können wir hier wunderbar hinbauen. Dafür brauchen wir den Weg eigentlich nicht. Den können wir abreißen. Na gut, wir könnten da hinten noch was hinbauen. Deswegen werde ich diesen Weg mal abreißen. Und da hinten bauen wir jetzt gleich noch was hin. Vielleicht irgendwie nochmal so ein Twister. Und noch, das Geisterhaus baue ich hin, genau. Ein Geisterhaus und ein Twister bauen wir hin. Und der Rest dieser Insel wird zur Achterbahnzone erklärt.